Hallo und herzlich willkommen bei 7 Days to Die mit eurer lieben Mondgoss und dem verfressenen Sack da hinten. Ja, bin auch wieder dabei. Ich habe jetzt vergessen, die Tür zuzumachen. Machst du schon, ne? Klar. So, ich mache mich dann mal auf den Weg und werde mir mal irgend so eine Stelle suchen, wo wir vielleicht Eisen finden. Also ich habe eine schöne Schippe geschenkt bekommen und eine Spitzhacke. Jetzt werden wir mal gucken, ob wir nicht eine Stelle finden, wo wir mal nach Eisen buddeln können. Denn wir haben uns gedacht, wir bauen noch ein bisschen Stacheldraht um unsere Dinger rum, um unsere Spikes, damit wir die Gegner ein bisschen verlangsamen. Und sie nicht sofort bei uns reinkommen. Ist gleich hier. Entschuldigung. Hustanfall. Ja. Okay, das ist aber nur ein Kies gewesen. Zu wenig, okay. Gucken wir mal weiter, wenn ich hier hinten so doch ein bisschen mehr Kies finden. So, ich würde ja sagen, ich leg einfach mal in die Luft. Gib mir Wasser. Na, funktioniert nicht. Schade. Falsches Spiel. Ja, ich weiß. Ein Nest, was ist schon leer? Nein, das ist noch neu. Hast ein volles Nest gefunden. Ist ja alles nur Sand hier. Ich bräuchte mal so eine richtig schöne Kiesstelle. Ist nur. Ist alles nur oberflächlich, okay. Na gut, suchen wir mal. Entschuldigung, suchen wir mal ein bisschen weiter. Aber wenn ich auch so noch ein bisschen mehr Kies hier finden. Denn seit der Alpha 16 gibt es Eisen ja nicht mehr überall, sondern nur noch an solchen Stellen, wo Kies ist. Yay. Oder dort vermehrt. Und ich suche eine schöne große Ader, weil wir bräuchten ein bisschen mehr Eisen. Die Erfinder haben uns also mal wieder voll in den Arsch getreten. Mhm. Alles nur Erde da. Also falls du über Löcher findest, die habe ich geschaufelt. Okay. Als ich also während ich wegrenne vor einem Zombie in einem Loch lande und nicht mehr wegkomme, bist du schuld. Genau. Das wollte ich damit sagen. Also alles so wie gehabt. Ja. Alles blöd hier. Kein Eisen drunter. Hier wäre cool, so an einem Berg, wenn Eisen rausgucken würde. Pistolenteile. Naja, gut. Nehmen wir mit. Also, bist du noch auf dem Weg zum Wasser, oder? Nee, ich habe jetzt Wasser und fäll jetzt noch ein paar Bäume. Okay. Reicht immer noch nicht, ne? Was wir hatten? Nein. Da ich das andere Haus auch nochmal umrunden möchte. Okay. Da wir ja zwischen dem linken und dem rechten Haus hin und her springen werden. Okay. Dachte ich mir, wäre es vielleicht sehr praktisch, wenn wir, ja. Und beide Häuser ein paar Spikes hätten. Bringt uns ja nichts, wenn wir das eine Haus dann zerlegt ist und wir. Ein Nachbarhaus wäre nicht so schlimm. Dafür ist es ja da. Nest, komm her. Die Wüste ist so nah. Und doch so fern? Nein, ich stehe dran. Achso. Könnte das mal hier unter auch alles Kies noch sein? Alles nur Erde mal darunter. Deine Schippe ist gleich kaputt. Ich hab nicht gesagt, dass die ewig hält. Nee, das weiß ich ja. Wird jetzt schön doof auf Bäume hauen. Morgens um 5. Ich glaube, jetzt habe ich eine Stelle gefunden. Jetzt hätten wir Kinder zu Hause. Hä? Morgens um 5 Bäume hauen. Man, ja, Bäume Spessung. Hauen haben sie noch nicht. Ja, das sieht gut aus. Ich hoffe, mir fällt das nicht auf den Kopf hier gleich alles. Das dauernde Gebumme geht einem irgendwann auch auf den Kopf. Okay. So. Mama, na dann buddeln wir uns mal durch den. Buddeln wir uns mal hier durch den Boden. Und hoffen, dass wir jetzt hier Eisen finden. Ich bringe dann gleich noch ein bisschen Sand und Stein mit. Mach das. Ach, es ist schön ruhig hier gerade. Ja. Ja, die Vögel zwitschern. Echt? Ja. Brauch eine neue Schippe. Ehrlich. Kannst du eine neue Schippe bringen? Nein, war ein Spaß. Okay. Ich muss jetzt nicht so einen ewig weiten Weg gehen. Zumal ich nicht mal weiß, wo ich bin. Ja, ist gut.
Ich habe auf den Boden geguckt, während ich gelaufen bin. Zombie über mir. Gar nicht gut. Während man in einem Loch kriecht. Nee, nicht wirklich. Boah, zweimal daneben gibt's auch nicht. Gute Nacht. Und du schlaf bitte auch. Und dann lasst mich alle in Ruhe. Ich will nach Eisen suchen. Gut. Merke, ich brauche einen besseren Ausgang. Hinter dir. Hä? Noch nicht. Bin ich jetzt hier vernünftig auf? Headshot. So, das ist besser. Ich brauche Fasern, glaube ich. Voll. Das hätte er ja behalten können. Was reingegeben? Ein Nagel. Ist den Nagel eingetreten? Nee, er wollte mich halt nageln. Zum Glück hast du ihn umgehauen. Was hättest du es getan? Ja. Wäre ich hingerannt gekommen und hätte ihn umgehauen. Das hätte ich gern gesehen. Ah, Schaufel kaputt. Axt kaputt. Nee, die benutze ich ja gerade nicht. Gut, das machen wir später, Put. Jetzt erstmal eine Axt haben. Könnte jetzt hier mal wirklich mal Eisen langsam kommen? Nervig. Brauchst du immer noch auf Stein? Nein, Kies. Hast du wenigstens was zum Hochbuddeln wieder mitgenommen? Zum was? Zum Hochbuddeln? Um Hochbuddeln? Ich habe einen Ausgang. Achso. Ich kam ihm bloß nicht so schnell raus. Ich musste noch springen. Der war nicht gut gebaut gewesen. Ah. Deswegen hatten sie mich fast erwischt. Wir haben sie aber nicht angekündigt. Deine? An leise Muttis. Hm. Noch nicht ein Eisen gefunden. Ja, so ein bisschen Sand darf ruhig einstürzen. Das ist ganz schlecht. Toll. Typisch Mutti. Und pfleges. Super Sandwiches dabei. Boah, oft haben die auch Kugeln bei. Diese Sorte. Ich aus, als hätte ich Zeit für euch, Kollegen. Anscheinend schon. Das geht doch. Er hätte nicht mal ein Geschenk dabei. Hm. Super Eisen gefunden. Die erste Ader. Boah, das kann dauern. Bring mir nicht mal Geschenke mit. Nicht? Nee. Hm. Außer doofe Sandwich und ich werd genagelt. Was soll denn der Müll? Hm. Erst nageln und dann was essen, oder wie? Natürlich. Achso. Die sind auch nicht mehr die Jüngsten. So abgemagert, wie sie zum Teil sind. So, mal ein paar Spikes herstellen nebenbei. Ah, das lohnt sich doch hier langsam, glaube ich. Ja? Na gut. Relativ gesehen. Eisen ist Eisen. Hauptsache, ja. Wir haben was. Ja, jede Menge brauchen wir. Ja, ich weiß, aber besser als gar nicht. So, und wieder schippen. Oh, die geht hier noch weiter. Aus. Ja, perfekt, noch mehr Eisen. Wie viel braucht man eigentlich für einen Stacheldraht? Oh, da fragst du mich was. War ja Stacheldraht. Das haben sie aber verändert. Wieso? Weil du für Stacheldraht kein geschmolzenes Eisen mehr brauchst. Nein. Du brauchst dieses Scrapped Iron. Also wenn du... Du musst es also schmelzen und wieder... Genau. Und als Roheisen rausziehen. Das ist lustig. Ja, ist vor allen Dingen günstig. Und wir haben oben ja noch 500 und irgendwas drin. Also daraus kann man auch schon mal 400. Was machen. Oder 400. Aber irgendwas stimmte. Irgendwas stimmte? Ja, 400 und irgendwas. Ach so. Ja, war knapp daneben. Ist auch vorbei. Ich muss da erstmal wieder hoch. Ja, nein, nicht runter, hoch. Bevor ich den Abgang mache. Jetzt haben sie es aufgehört.
aufgegeben, mich zu besuchen. Ja? Hm. Haben wohl gemerkt, dass ich nicht so freundlich bin, wenn man also sich an mich ranschleicht von hinten. Und so ist der Eisen. Ja, man sieht hier im Kies schon wieder die Struktur vom Eisen. Aber nicht, wo genau es ist. Nun komm, zeig dich. Wo Eisen vorkommt. Meine Gott. Und gleich fällt mir hier bestimmt die Höhle hier auf den Kopf. Natürlich. Wäre nicht das erste Mal. Nö. Dass dir in 7 Days was auf den Kopf fällt. Nee, das definitiv nicht. Das Haus war schön. Danach nicht mehr. So meinte ich das auch, das einstürzende Haus. Das einstürzende Haus war schön, nicht das, der Rest. Achso. Nein, falsch. Ich will eine Schaufel, keine Axt. Naja, so skillen wir mindestens ein bisschen die Fähigkeiten. Nicht mit der Faust. Eisen mit der Faust hauen. Ja, das ist doch mal ein Wort. Nicht mit der Faust schippen. Achso. Mann. Schön, dass das hier so schön rot aussah, als wäre hier Eisen, aber hier war kein Eisen. Oder wie jetzt? Prost. Ja, ich trinke aus einer Minimaus-Tasse. Ja, ist doch cool. Ich hätte auch aus einer Star Wars-Tasse trinken können. Oder anderen netten Freunden, die wir toll finden. Aber ich habe mich ganz eigennützig. Oder ganz eigensinnig, eher gesagt. Boah, Edi, das will mich echt verarschen. Ja, das sowieso. So, ich habe jetzt hier gleich alles rundherum, wo diese braune Struktur vom Eisenbahn ist, weggemacht. Und ich habe nichts gefunden an der Stelle. Hm. Seltsam, seltsam. Ja, das Spiel ärgert mich. Miese, du traurig sein. Wie? Miese, du denken, du seist traurig. Ja, tust du? Weil dafür hast du genug Sand für deine Gläschen. Ich glaube, ich habe jetzt aber genug. Dann hast du halt jetzt noch mehr. Hm. Muss ich in einen anderen Schrank sortieren. So, das fällt mir bestimmt gleich alles auf den Kopf. Ja, ich will sehen, ich will sehen. Die Folge gucke ich mir nicht persönlich an. Und plups. Aber nichts auf dem Kopf gelandet. Och, Menno. Vorher aufgepasst. Macht ja keinen Spaß so. Hier gibt es hier so viel Kies, aber ganz wenig Eisen. Wer weiß, ob sie es nicht schon wieder geändert haben. Die erinnern eh doch an der Nase was. Nee, das war tatsächlich so. Mit diesem Update kam das ja so, dass man Eisen nur noch so wenig findet. Na gut, buddeln wir uns wieder weiter nach unten. Noch haben wir ja hier Kies. Da hinten badet ein Schwein. Badeschwein? Mhm. Aber es ist mir zu weit weg. Nee, ist mir viel zu weit weg. Achso. Ein bisschen Essen dürften wir theoretisch auch noch haben. Auch schon wieder die Schaufel kaputt. Stellen wir gleich 2 diesmal her. Also jetzt wird es bei dir viel Unterschied machen. Falls du lange Weile hast, kannst du ja das Eisen abholen kommen. Und einschmelzen. Mein Glück, dass ich gerade Langeweile habe. Echt? Vielleicht findest du mich ja. Ich folge einfach deinen grünen Pfeil oben auf dem Bild. Und dann musst du mich trotzdem finden. Ich hab dich schon immer gefunden. Dann bin ich meistens die gewesen, die rennen musste bei dem Spiel hier. Ich bin so schön dicht an der Stadt. Oma Schatz. Ah, du bist auch Eisengut. Nee. Ich bin Mensch. Nein, du bist Eisen. Nein, ich bin Mensch. Vor mir eindeutig Eisen. Ach, du kannst mich mal. Später. Nee, danke. Okay. Die Leute sollen nicht denken, dass wir sowas haben.
Nicht? Nein, sowas macht man doch nicht. Okay. Dann nicht. Nicht in unserem Alter. Als seien wir so alt. Frag mal die jungen Hüpfer. Mach mal nur noch bis so Grenze 22, 23 und dann findest du Jungen schon wieder eh. Was für Themen hier heute? Darüber diskutieren wir doch ständig. Ich noch nichts anderes. Oh, Nest. Hab ich extra für dich liegen lassen. Ich hab deine Eier gefunden. Cool. Zum Glück kommst du gerade vorbei. Die lasse ich dir aber nicht da. Will ich auch gar nicht. Die will ich mir an der Wand hängen. Viel Spaß. Ich nehme es lieber gekocht. Ugh. Die ollen Stinkeier? Ja. Hm. Denn hier? Hier liegen Zombies. Der Eingang. Hallo. Hi. Du da? Ich komme ja schon hoch. Guck mal, du da, Reh. Ja, fallen lassen. Bitteschön. Danke. Warte mal. Na hier. Und hier. Und hier. Da rollen ein paar Steine. Da rannt er gerade irgendwo essen. Na dann, dir. Immer dieses laufende Essen. Fang es dir. So, aber ich würde sagen, die Folge für heute ist erstmal zu Ende. Also, wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen wieder zurück in 7 Days to Die. Und dann seht ihr, ob die Mondgoss das Reh erlegt oder nicht. Dann auf Wiedersehen. Tschüss. Und tschüss.